Bis 2030 wird die EVN-Gruppe rund 5 Milliarden in die Energiezukunft investieren und damit auch die Wachstumschancen für das Unternehmen nutzen. Im Geschäftsjahr 2022-23 haben wir über 700 Millionen investiert. Das ist ein historischer Höchstwert. Wenn wir das vergleichen, vor 3 Jahren ist es fast das Doppelte. Und so wird es auch in den nächsten Jahren weitergehen. Wir werden in den Jahren bis 2030 700 bis 900 Millionen Euro pro Jahr investieren. In den Ausbau der Netze, in den Ausbau der erneuerbaren Erzeugung und in den Ausbau der Wasserversorgung. All das erfolgt überwiegend in Niederösterreich. 3/4 dieser Investitionen werden in Niederösterreich getätigt. Und sie sind nach der EU-Taxonomie grüne Investitionen. Der Ausbau der Netze stellt eine enorme Herausforderung dar. Unsere Netze müssen auf allen Ebenen verstärkt werden. Auch stellen wir fest, dass unsere Kunden ein verändertes Verhalten haben. Sie installieren PV, sie fahren mit Elektromobilität, sie installieren Wärmepumpen. Auch das müssen wir in unseren Netzen berücksichtigen. Das heißt, unsere Netze müssen smart werden. Das heißt, wir werden verstärkt auch in IT investieren. In Summe rechnen wir damit, dass unser Netz Niederösterreich bis 2030 rund 3 Milliarden investieren wird. Wir leben in einer Zeit verstärkten Wandels. Das bringt für die EVN auch enorme Chancen, insbesondere im Bereich der erneuerbaren Erzeugung. Hier liegt unser Fokus in Niederösterreich an einem weiteren Ausbau der Windkrafterzeugung. Wir wollen hier rund 770 Megawatt installierte Windkapazität bis 2030 erreichen und darüber hinaus zusätzlich in Südosteuropa auch setzen wir verstärkt auf den Ausbau von Photovoltaikerzeugung, weil es einfach mehr Sonnenstunden dort gibt. Die EVN setzt auch verstärkt auf Elektromobilität, naheliegenderweise als Infrastrukturanbieter und als Energielieferant. Mit 2500 Ladepunkten sind wir derzeit Nummer 1 in Österreich. Die Energiezukunft braucht Planbarkeit. Wir müssen sicherstellen, dass wir den zukünftigen Überschussstrom des Sommers in den Winter transportieren. Hier arbeiten wir mit Partnerunternehmen an der Speicherung von Energie, insbesondere in Form von Wasserstoff. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten wir ein Konzernergebnis in der Höhe von rund 420 bis 460 Millionen Euro. Das soll uns auch in die Lage versetzen, eine attraktive Dividende an unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu bezahlen.